Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich halte hier die Sommerbox der My Little Box in meinen Händen und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Doppelbox, nicht deswegen, weil ich zwei habe, nein, das ist die, die ich in diesem Video verlose. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox, schau gerne mal vorbei. Sondern normalerweise kostet die My Little Box ja 19,90 € pro Box und pro Monat. Und jetzt ist Sommer, jetzt gibt es eine Doppelbox. Das ist die Juni-Juli-Edition. Und da zahlen die Abonnenten dann ganz normal dann die 39,80 € für eine Box, bekommen dann aber nicht eine, doch die bekommen eine Story, aber nicht zwei Stories. Die bekommen nicht zwei Trend-Accessoires, sondern vier und nicht drei Beauty-Produkte, sondern sechs. Ich glaube, sogar ein paar mehr könnten hier gegebenenfalls drin sein. Und wenn du die Box ganz neu abonnieren möchtest, weil die dich vielleicht total anspricht, kannst du sogar 10 € sparen mit meinem Code LittleClaudi. Da verdiene ich eine kleine Provision dran, wenn du den verwendest. Aber du kannst halt 10 € damit jetzt gerade sparen und das finde ich richtig, richtig cool. Und ja, ich möchte nicht lange um den heißen Brei drum zureden. Das ist einfach der Versandkarton. Das ist jetzt relativ uncool. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Denn die My Little Box macht das ja immer ein bisschen fancy. Hier haben wir nämlich drinnen das Motto stehen: Souvenir de Rio. Also wir haben ja eine kleine Rio-Reise quasi geschenkt bekommen. Finde ich cool. Und ich war noch nie in Rio. Ich weiß nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Und hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Und das sieht doch schon mal sehr, sehr, sehr sommerlich aus. Also da lasse ich mich gerne mit auf die Reise nehmen. Mal gucken, was wir hier jetzt so entdecken dürfen. Also, Sommer in Rio steht hier auch das Motto, ne? Auf diesem Kärtchen, wo dann noch ein bisschen mehr zu steht. Weil Rio nun mal nicht um die Ecke ist, holen wir dir den Brasil-Vibe einfach nach Hause und auf die Ohren. Wie geil ist das denn? Da habe ich richtig Bock drauf. Es ist heiß, die Sonne steht hoch am Himmel. Hier nicht. Nicht nur, weil wir es 10 Uhr abends haben, 10:30 Uhr, sondern auch, weil hier echt mistiges Wetter ist. Naja, du schlängelst dich zwischen bunten Verkaufsständen und fröhlichen Menschen hindurch, um voranzukommen. Zwischen süßen Sternfrüchten, frischen Mangos und duftenden Gewürzen weißt du gar nicht, was du zuerst probieren sollst. Das meine ich übrigens mit dem Motto. Ich liebe es. Jedes Mal kriegen wir einfach so ein liebevoll gestaltetes Motto. Aus all diesen Geschmacksexplosionen möchtest du nur die besten probieren. Das ist typisch ich, ja. Wie wäre es mit einem Smoothie aus Papaya und Pili-Pili-Pfeffer? Oder ein Caipirinha mit Guavennoten? Das könnte eher so meins sein. Oder ganz einfach eine frisch gepresste Orange, süß und säuerlich. Oh, das hört sich auch geil an. Unter dem Himmel der Copacabana oder im Sand von Ipanema schmeckt alles vom ersten Schluck an nach Sonne pur. Das finde ich cool. Also da reise ich gerne mit. La Limonada Brasileira habe ich hier auch noch als Rezept und die My Little Box ist einfach so liebevoll. Man muss dieses französische Chichi mögen, ganz ehrlich, ne? Wenn man die Box abonniert, weil du bekommst halt nicht so eine klassische Beauty-Box, wo einfach nur Beauty-Produkte drin sind, vielleicht ein Motto mit dabei, was vielleicht auf die Produkte passt, sondern du bekommst halt das Rundum-Paket und ich finde, das macht die My Little Box so dermaßen besonders und das machen die klasse. Die haben das bis ins Detail halt wirklich durchgezogen, denn auch bei den Accessoires findest du hinten drauf immer so kleine, aber feine Infos. Hier haben wir Bucle du Mercado mit drin. Okay. Die fantastischen zwei sommerliche Ohrringe. Diese Ohrringe aus Rattan und Acetat, die von der traditionellen Flechtkunst alter Marktkörbe inspiriert sind, runden jedes Sommeroutfit ab. Egal, ob du frische Zutaten auf dem Wochenmarkt kaufst oder im leichten Kleidchen deine Freunde triffst, zu darf es ein bisschen mehr sein, sagst du in diesem Sommer ja. Okay, und das finde ich abgefahren. Das muss man mögen. Das ist speziell. Das ist nicht einfach mal so ein bisschen, sondern ist halt wirklich, als würdest du dir einen Bastkorb ans Ohr hängen, ne? Finde ich interessant. Dann nehme ich mal hier meine Kreole raus. Finde ich wirklich abgefahren. Könnte auch zu diesem geflochtenen Oberteil ganz gut passen, um ehrlich zu sein. Ist halt jetzt nicht echt Schmuck oder so, ne? Da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber die sind witzigerweise auch sehr leicht. Ich höre es die ganze Zeit rappeln, das muss man mögen. Aber ich finde es cool. Wirklich. Also ich finde, das steht mir auch wohl. Man muss es mögen, ne? Das, also man muss dieses
Extravagante mögen. Aber ich glaube, ich mag ja auch diesen Boho-Style. Wenn ich dann halt wirklich so einen Flatterrock und keine Ahnung dazu kombiniere, ist das ein Vibe. Und das passt. Und ich habe ja auch so ein paar extra krasse Ohrringe und so. Und letztens, als ich auf dem Event war mit Dalton, habe ich ja auch so geile Regenbogen-Ohrringe bekommen, wo ich erst dachte, aber mich dann doch letztendlich voll rein verliebt habe. Das ist schon speziell, aber es ist cool. Sag mal was. Ne? Es passt auch gerade ganz gut zum Outfit. Ich habe jetzt hier auch so eine Chillhose an. Ich habe meine Periode. Dementsprechend brauche ich alles, was locker am Bauch sitzt gerade. Ich finde, es passt gerade auch einfach zum Outfit und auch zu dem Lippi. Ist von Nabla in der Farbe Luna, müsste das sein. Schön. Ja, mag ich. Cool. Okay, weiter geht's. Ich nehme jetzt erstmal die Shishi-Sachen raus, okay? Da habe ich nämlich hier auch noch. Das ist ja auch cool. Tschüss, Sommerhitze. Sommerhitze, wo bist du? Dein Helfer gegen den Hitzschlag. Ob auf der Terrasse eines Cafés, am Strand oder in der U-Bahn. Wenn du diesen Fächer aus der Tasche ziehst, hast du eindeutig die stylischste Erfrischung. Die Zusammensetzung aus Lärchenholz und recyceltem Polyester verleiht dem Fächer das gewisse, nachhaltige Etwas. Cool und dabei auch elegant, das bist du. Nee, das geht nicht, schade. Den muss man auseinanderziehen. Man kann ihn nicht so, ne? Das liebe ich ja sonst auch gerne mal bei Fächern. Das sieht schon abgefahren aus. Oh ja, der ist gut. Der ist wirklich gut. Wenn jetzt noch der Sommer kommt und man den auch wirklich so braucht, kann man sich wirklich so, ne? Und wann war das denn, wo es halt so irre heiß war? Jeder und seine Mutter hat sich so einen Fächer geholt oder gebaut, ne? Und jetzt ist er hier in der My Little Box mit drin. Der ist jetzt nicht perfekt hier unten verarbeitet. Bin ich ehrlich, ne? Da haben wir so ein paar abstehende Viecher. Aber das muss er auch nicht sein. Ich finde den schön. Ich habe damals, als wir dann mit der Familie auch manchmal so im Urlaub waren, habe ich mir auch immer gerne solche Fächer gekauft. Ich fand die total super und ich hab's gerockt, ich hab's gefeiert. Nach jedem Urlaub musste ich einen neuen haben, weil die einfach uppe waren. Ich kriege den, glaube ich, hier gar nicht mehr wieder rein, oder? Doch, es geht. Aber schön ist er. Den werde ich mir auf jeden Fall zur Seite legen. Dann habe ich hier das nächste Accessoire drin. Und das ist für mich sind die Accessoires auch wirklich immer das Highlight. Und ich liebe es einfach, dass die dieses Mal auch so geile Accessoires reingepackt haben. Bob Style Ipanema. Da ist ein Jaguar drauf abgebildet. Styling mit Köpfchen. Bucket Hat. Er ist aus nachhaltig produzierter Baumwolle und geht mit dir durch dick und dünn. Den besten Job macht er natürlich am Strand, wenn er dich vom Sonnenstich bewahrt. Aber auch überall sonst kannst du ihn mitnehmen. Einfach wenden und deinem Outfit anpassen. Perfekt. Ist da ein Hut drin? Ei, das wäre ja witzig. Okay, hier ist wirklich ein Hut drin. Okay, das ist so ein... Naja, was soll ich sagen? Es ist ein Vibe, ne? Ich habe sonst so ein... Es passt. Es passt zu den Ohrringen. Ich finde auch, dass der Hut, ja, einigermaßen mir steht. Einigermaßen kommt, ne? Ich finde es süß. Es ist süß. Es ist wirklich süß, komm. Es ist süß. Und ich hatte jetzt heute noch einen Hut auf, weil ich, also wir saßen auf der Terrasse mit meinem Papa und seiner Frau, also mit Sabine, und haben so ein bisschen Schatzis Geburtstag nachgefeiert. Also die sind eigentlich nur für den Abend mal kurz vorbeigekommen. Und die Sonne fällt dann immer halt ziemlich blöd bei uns. Klar, man kann den Sonnenschirm aufspannen, aber es war relativ windig. So, und dann habe ich mir halt meinen riesengroßen weißen Hut geholt, weil ich wollte halt nicht eine Sonnenbrille aufsetzen. Das finde ich halt unhöflich, wenn man mit Leuten spricht. Aber ich wollte halt nicht, dass die Sonne mir ständig ins Gesicht piekst. Und da wäre dieser Hut auch gar nicht verkehrt gewesen. Hätte ich einfach ein bisschen tiefer reingezogen und wäre dann geschützt vor der Sonne gewesen. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so hinten, ja, so, ne? Und dann hätte ich nicht ausgesehen, als wäre ich irgendwie total durchgeknallt, weil das sah wirklich sehr durchgeknallt aus, als ich den weißen Hut auf hatte. Ich finde den schön, der ist auch schön groß. Ich glaube, viele werden sagen, dass er denen zu groß ist, aber ich habe halt eine Riesenrübe, bei mir passt das halt, ne? Genau, dann kannst du den halt auch umdrehen, wie es da auch stand. Und dann hast du halt einen etwas schlichteren Hut. Es sieht anders aus. Aber ich finde den irgendwie süß. Ist auch ein guter Tomatenzüchterhut, ne? Also ich mache das ja auch, wenn ich in den Garten gehe, dass ich mir eine Kopfbedeckung aufsetze. Und dafür ist der echt gut geeignet. Komm, sag doch mal was zu dem Hut. Ich finde den süß.
Ich finde, das ist auch mal eine gute Sache, sowas in der Box zu finden. Ich finde es jetzt nicht verkehrt. So, eins habe ich noch, bevor wir jetzt gleich zu den Beauty-Produkten kommen. Und zwar habe ich hier der Tanz mit der Futa, dein Strandtuch für den ganzen Sommer. Am Strand liegen, am Pool loungen oder in der Beachbar sitzen, deine Futa macht alles mit. Dünner als ein Frottee-Tuch passt sie in jede Handtasche, naja, nicht in meine, ganz ehrlich, und jeden Korb und begleitet dich bis ans Ende der Welt. Okay. Übrigens auch mal interessant, ne? Sonst hatten wir ja auch immer irgendwie eine Tasche oder so mit drin. Ich glaube, die My Little Box hat verstanden, dass wir alle jetzt eigentlich schon genug Taschen haben. Oder sie machen halt noch eine Doppelbox von, jetzt haben wir Juni, Juli, September, Oktober, glaube ich nicht. Nee, das machen die nicht. Aber, ne, dass man da halt irgendwie nochmal so eine Geschichte hat. Aber nee, das glaube ich nicht, dass man da noch eine Doppelbox macht. Interessant auf jeden Fall. Nun, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das ja eine Futa. Interessant. Kann ich auf jeden Fall, wie oft kann man das sagen, kann ich mir definitiv gut vorstellen, wenn wir mal wieder so ein Mini-Picknick auf dem Rasen machen sonst. Ne? Das ist halt auch eine schöne Sache, dass man halt nicht direkt den Rasen am Popo hat. Das ist groß. Das ist wirklich groß. Also, ich bin 1,73 Meter und das Ding ist so groß wie ich. Also, das ist... Konnte ich jetzt natürlich jetzt nicht komplett so zeigen. Steht hier irgendwo drauf, wie groß das ist? Das ist riesig, Leute. Also ich würde sagen, das ist so 1,70, 1,80 lang. Das hat schon eine Größe. Nicht schlecht. Hat halt diese Fransen hier mit. Okay, ja, ne? Ich finde es auf jeden Fall praktisch. Ist auch ein bisschen dicker vom Stoff her. Im Sinne von, also was steht denn hier drauf? Das ist irgendwie 50% Baumwolle und 50% recyceltes Polyester. Beides recycelt, auch recycelte Baumwolle, ne? Und das ist halt jetzt nicht so flatterig oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und dafür kann man das gut verwenden. Oder wenn einem dann wirklich mal irgendwie zwischenzeitlich, dass man so Zug im Nacken bekommt oder so, dass man sich das Tuch so umlegen kann, ne? Also das ist schon mal ganz gut überlegt, dass man halt so ein Tuch mit dabei hat, was man als Allrounder-Tuch verwenden kann, was nicht so ein Fizzeltuch ist, was du dir um die Tasche wickeln sollst, ne? Das ist so meine Review zu dem Teil und ich finde es sehr schön. Also auch das passt farblich sehr gut zu dem Hut, das war ein Reim, und auch zu dem Fächer. Auch die Ohrringe passen zum Vibe. Also für mich sind das sehr gut ausgewählte Accessoires. Ne? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Accessoires diesmal findet. Das ist nämlich immer so ein kleines Diskussionsthema. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Beauty-Produkten. Da habe ich zuallererst hier drin von La Vera Naturkosmetik Glow by Nature mit eine Tagespflege mit Q10 und Vitamin C. Das ist schön für eine strahlende Haut. Ne? Darüber definitiv auch Lichtschutzfaktor verwenden, das ist klar. Aber das fühlt sich schwer an. Ja, guck mal, hier haben wir sogar auch eine Probe vom Lichtschutzfaktor mit dabei. Das finde ich klug gemacht. Und das ist ein Glastiegel, fühlt sich sehr schwer an. Das finde ich cool. Ich glaube auch, dass es so gut wie jedem dann passen könnte, oder? Denke ich mal. Estee Lauder Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser. Das finde ich sehr, sehr nice. Oder du kannst es als Maske verwenden. Für normale oder Mischhaut. 150 ml sind hier drin. Ich habe eine trockene Haut. Da weiß ich nicht, ob das für mich geeignet ist. Du kannst es dann halt ganz normal als Cleanser verwenden, dass du es einfach nur als Reinigungsprodukt nimmst. Oder du lässt es halt eine Weile drauf. 3 Minuten. Süß, das geht tatsächlich, ne? Und kannst es dann entsprechend abwaschen, dass du es halt wirklich als Reinigungsmaske verwendest. Da muss ich mir noch ein bisschen intensiver durchlesen, mit welchen Geschichten das dann entsprechend arbeitet, um dann halt auch da diese Reinigungswirkung zu machen. Finde ich jetzt aber erstmal auf den ersten Blick echt schön, ne? Und Estee Lauder, hallo. Das hat eben hier auch so gerochen. Von Inuvette habe ich hier das Monoir Coconut Coco Milk Le Corp, eine Scented Body Milk mit 50 ml. Das riecht hier auch, Leute. Dieses Monoir, das riecht so dermaßen geil. Die werde ich mir direkt mit runternehmen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde sowas so angenehm, dass, ach, wir haben jetzt halt noch nicht so die sommerlichen Temperaturen und ich warte halt drauf. Und dann mag ich es ganz gerne, dass ich mir halt jetzt irgendwelche gut duftenden Dinge auf den Körper gebe und da habe ich Bock drauf. Wobei, ich habe eigentlich eins mit Mango aktuell in Anwendung, was auch sehr, sehr gut riecht. Und ich gebe mir dann abends auch tatsächlich noch ein paar Spritzer von dem Nivea Sun Parfum drüber. Einfach, weil ich da...
ich brauche diesen Vibe, es riecht gut. Dann habe ich etwas, und das hatte ich nämlich, das ist mir ins Auge gefallen, als ich das Briefing gelesen hatte, Lamelle Tinted Brow Highlighter, Shimmering Gel. Was bist du? In der Farbe 401 Blond. Also da war meine Kamera gerade so verwirrt, dass sie sagte, nee, Akku leer, Müller dringt her, ciao, ich bin da mal ausgegangen. Genau, also ich möchte das gerne einfach mal mit euch zusammen angucken. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein schimmerndes Augenbrauen-Gel ist. Ja, es ist ein schimmerndes Augenbrauen-Gel. Da habe ich einen sehr, sehr langen Spoolie drin. Und damit soll man dann seine Augenbrauen zum Schimmern bringen oder was? Weiß nicht, ich habe jetzt natürlich Augenbrauen-Gel und Augenbrauenfarbe drin. Ich sehe da jetzt nichts. Oder ist es einfach nur ein... Also wobei, die Farbe hier drin ist halt schimmernd, ne? Ich glaube, das muss ich mal solo im Full-Face Beauty-Boxen auftragen, Leute. Weil so sehe ich da halt keinen Effekt. Ich würde es halt feiern, wenn es einfach ein Augenbrauen-Gel ist, was ein bisschen eingefärbt ist. Noch cooler hätte ich es jetzt gefunden, wenn es ein durchsichtiges gewesen wäre. Weil ich glaube, die Farbe Blond kann jetzt nicht unbedingt jeder tragen. Aber seht ihr da jetzt einen Glow drin oder so? Sehe ich jetzt nämlich nicht aus der Spiegelentfernung, ne? Naja, abgefahren auf jeden Fall, muss ich sagen. Weil sonst sind wir eher so basic von den Beauty-Produkten. Hier haben wir was drin, was ich gut finde von Ultrasun. Es ist ein Lichtschutzfaktor 30 Sports Gel Transparent Sun Protection. Also da werden viele sich wahrscheinlich auch einfach freuen, dass ein Lichtschutzfaktor drin ist mit 25 Millilitern. Der Ultrasun hält bei mir leider nicht ganz so gut. Also der wird so ein bisschen filmig quasi und rollt sich dann so ein bisschen ab. Also ich hatte den auch schon mal da. Das ist nicht ganz so meins. Also ich hatte auch dieses Sports Gel gehabt, ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich im Garten bin, ist mir das relativ pelle, ob mein Sonnenschutz am Rücken zum Beispiel sich dann rollt oder sonst irgendwas. Hauptsache, der gibt halt den Schutz, ne? Weil ja, es rollt oder es verschwindet eh alles mit der Zeit, weil wenn ich dann draußen bin und schwitze, dann ist das halt so. Aber naja, also dafür könnte ich halt die 25 Milliliter aufbrauchen. Dann habe ich hier noch von My Little Beauty Super Drop ein hydratisierendes Serum drin. Das ist sehr praktisch mit 14 Millilitern. Und die My Little Box hat ja die Eigenmarke My Little Beauty. Da kann ich die Preise natürlich nur schätzen, das ist ein bisschen schwierig. Aber die ist schon sehr, sehr gut, weil die sind auch echt toll formuliert und haben auch immer einen sehr hohen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen. Und das ist das Borage-Öl. Das hatten wir tatsächlich auch schon mal irgendwo in einem My Little Gedönsen mit drin, glaube ich. Weil das Borage-Öl kommt mir gerade bekannt vor. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen. 2 Tropfen reichen vollkommen aus. Schließe die Augen, entspann dich und deine Haut wird es auch tun. Ja, kann man nicht immer, ne? Aber man gibt sein Bestes. So, und dann habe ich hier noch was drin. Und ich glaube, das ist tatsächlich hier so... Nee, das ist nur eine Info. Nee. Das ist nur die Info, die hier zu dem Innovet-Produkt mit drin ist. Achso, das ist nochmal eine extra Werbung quasi. Der Sommer auf der Haut. Dein Arm hängt locker aus dem Fenster. Sonnenstrahlen auf der Haut. Das Sommerkleid flattert im Fahrtwind und es gibt nur ein Ziel. Sommerglück. Und dann haben wir natürlich hier noch dieses kleine Säckchen für Ume mit dabei und freuen uns. Ne? Also ich persönlich finde, dass diese Box schön gestaltet ist. Wir haben hier eine schöne Doppelbox mit ausgefallenen, aber brauchbaren Accessoires, die... Beauty-Produkte finde ich auch tatsächlich gut, weil ich weiß nicht, wie gesagt, was ihr so alles auch mit drin habt, aber ich denke schon, dass die Produkte weitestgehend auch bei euch so drin enthalten sein werden. Wie gesagt, in die Infobox, in die Kommentare reinschreiben, falls ihr Abweichung habt. Das hier hätte ich mir vielleicht einfach ein anderes Produkt als dekoratives Kosmetikprodukt als Alternative gewünscht. Vielleicht etwas, was ein paar mehr Leuten auch passen würde und nicht ganz so ausgefallen ist. Ansonsten bringt das hier definitiv Summer Vibes, genauso wie die wundervollen Accessoires. Eine gereinigte Haut kann jeder gut gebrauchen. Ein Lichtschutzfaktor ist super wichtig. Eine Gesichtscreme tut jetzt auch wirklich gut. Und auch ein hydratisierendes Serum. Also, weiß ich nicht. Hier habe ich gerade wirklich alles, also ich bin super happy mit dieser Box. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass man halt für diese Doppelbox dann ja auch die 39,80 Euro bezahlt. Beziehungsweise, wenn ihr die neu abonniert mit meinem Code LittleClaudi, 10 Euro günstiger, ne, 29,80 Euro, ist es echt eine feine Kiste. Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zur Box in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen und denkt an die Verlosung, wenn ihr möchtet. Ja, und wenn es dir gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.